Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Schubidubidu gemacht, geübt für das große Ritterturnier, das sich wahrscheinlich jetzt anbahnen wird. Oh, was hier? Lesen. Palmerin, Tele, Anse, Donimir, Refan, Horn, Guy, Lino und Delvin, die machen hier mit. Ja, und gleich steht da natürlich noch Riva. Geralt von Riva. Hat keiner gesehen. Hallo, ich möchte mich anmelden. Natürlich. Doch zuerst die Formalitäten. Auf Guillaumes Anforderung habe ich mich mit deiner Geschichte in heraldischer Hinsicht befasst. Ach was. Und was hast du rausgefunden? Meinen Nachforschungen zufolge kannst du als Geralt von Riva teilnehmen. Also sowas. Oder als der ehrenwerte Ravix von Vierhorn. Wir haben selten Teilnehmer, die sich zweier Wappen rühmen können. Welches ziehst du vor? Wir fragen immer, was er herausgefunden hat. Ravix von Vierhorn? Wie hast du den ausgegraben? Hier in Toussaint nehmen wir Heraldik sehr ernst. Es brauchte nur einen einzigen Besuch in den herzoglichen Archiven, um die erforderlichen Informationen zu finden. Unter dem Namen Ravix von Vierhorn hast du am Fest zu Ehren von Prinzessin Pavetta, Tochter von Königin Calante von Cintra, anlässlich ihres 15. Geburtstags teilgenommen. Das stimmt. Das war in den Büchern, glaube ich, ja. Im Buch kam das, glaube ich, vor zumindest. Ich wüsste gern, was du über Geralt von Riva so erfahren hast. Im Jahre 1267 wurde ein gewisser Geralt, Mitglied der Hexergilde, von Königin Meve zum Ritter geschlagen. Er erhielt den Namen Geralt von Riva. Dies geschah als Ehrenbezeugung nach besonderen Verdiensten in der Schlacht um die Brücke über die Jaruga. Du wirst wohl wissen, von welcher Schlacht ich rede. Ja, die alten Zeiten. Kahir und ich führten eine Handvoll Nordlinge gegen ein nilfgaardisches Bataillon. Wir haben die Schlacht nur gewonnen, weil wir unbedingt über den Fluss mussten. Aber es wäre cool, natürlich, unter anderem Namen, aber wir nehmen als Geralt von Riva teil. Ich bin Geralt. Ich werde nicht unter falschem Namen kämpfen. Du magst nun den Schild mit deinem Wappen nehmen. Ich bin ein Hexer. Wir kämpfen nicht mit Schilden. Wer spricht denn von Kampf? Der Schild ist ein Andenken an deine Turnierteilnahme. Du darfst ihn mitnehmen. Tja dann. Vielen Dank. Sind dir die Herausforderungen, okay. Preise und Eide des Turniers bekannt? Wenn nicht, so lass mich dir davon künden. Nun denn, künde mir davon. Von allem, weil ich habe keine Ahnung. Guillaume hat mir ein wenig über die Wettbewerbe erzählt. Aber ich würde lieber sicher gehen, dass ich Bescheid weiß. Bewundernswerter Wissensdurst. Es gibt der Wettbewerbe drei. Einmal den Schießstand, wo du dich Seite an Seite mit einem Gegner misst. Beim Pferderennen gilt es, den Parcours binnen einer festgesetzten Zeit zu schaffen. Diese Zeit kannst du verlängern, indem du Ziele mit dem Bolzen und Attrappen mit dem Schwert triffst. Und dann gibt es die Gruppenschlacht in der Arena. Und als Krönung den Zweikampf gegen den letztjährigen Sieger. Nach Abschluss jedes Wettstreits werden die Ergebnisse am Brett vor meinem Zelt veröffentlicht. So weiß jeder immer Bescheid, wer gerade das Turnier anführt. Praktisch. Ich sag's gleich, ich bin vor allem an den Preisen interessiert. Der Sieger eines Wettkampfs erhält eine Trophäe. Der Ritter mit dem besten Ergebnis nach allen Wettkämpfen tritt im finalen Zweikampf um die Ehre und den Titel gegen den letztjährigen Turniersieger an.
Wer den Titelverteidiger besiegt, hat den großen Preis errungen. Dieses Jahr ist das ein speziell zu diesem Anlass angefertigtes Schwert vom einzigartigen Cornelius von Assengard, dem berühmten Schwertschmiedemeister. Die allergnädigste Herrin hat es den ganzen Weg aus Nazair bringen lassen. Was hast du da von Eiden gesagt? Es ist Brauch, dass die Ritter Eide ablegen, welche für die Dauer des Turniers gelten. Man schwört auf etwas, das für die Tugend steht, die einem am wichtigsten ist. Aha, gut. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Ich glaube, jetzt weiß ich alles, was ich je über Ritterturniere wissen wollte. Trefflich. In diesem Fall musst du deinen Eid leisten. Worauf willst du schwören? Ich schwöre beim Reiher, bei meiner Liebsten. Ich schwöre beim Straps der Herzogin. Auf was schwören wir denn? Wir können auch gar nicht schwören, aber ich glaube, das ist nicht so gut angesehen beim Reiher. Warum beim Reiher? Achso, beim Reiher, stimmt. Das ist, glaube ich, das Wappentier von Toussaint. Ich schwöre bei meiner Liebsten. Die Frage ist, wer ist seine Liebste, Triss oder Yennefer? Die Frage haben wir im Hauptspiel leider nicht geklärt, weil ich verkackt habe. Ärgerlicherweise. Ich schwöre beim Straps der Herzogin. Ist auch sehr schön, finde ich. Keine Ahnung, ich schwöre bei meiner... was mache ich? Also entweder bei meiner Liebsten oder meiner Straps der Herzogin. Ich finde das so gut. Ja, das mache ich. Einfach, weil ich das gut finde und wissen will, was dann passiert. Beim Straps der allergnädigsten Herzogin, ich werde die Rittertugenden im Wettkampf achten. Mögen die Götter dir bei deinem ruhmreichen Unterfangen beistehen. Bitte unterzeichne hier und fülle diese Formulare aus. Mehr brauche ich von dir nicht. Nun wirst du mit angemessener Rüstung versehen, so wie von Guillaume arrangiert. Hübsch. Außerdem erhältst du für die Dauer des Turniers ein Zelt. Das findest du bei der Arena. Viel Glück! Aber die Rüstung muss ich jetzt nicht wirklich tragen, oder? Das engt einen so ein bisschen in der Bewegung ein. Oh Gott. Ach du Scheiße. Na gut. Können wir die wenigstens ausstellen, ist ja auch was. Na gut. Geht zum Schießstand. Ich würde sagen, für die Dauer des Turniers lassen wir diese wunderhübsche Rüstung an. Wobei ich sagen muss, also bis auf die komische Zeichnung sieht die Rüstung besser aus als so die anderen aus dem Hauptspiel. Okay, speichern, nicht vergessen und dann wollen wir mal zum Schießstand gehen. Beginnt das Turnier jetzt unter großem pompösen Getöse? Ich will's hoffen. Geralt, also sowas, ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Sowas in der Art. Spaß beiseite. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Haha! Ich werde reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn noch gesehen, ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll, als könnte ihn das stehlen. Ist denn das regelkonform? Wer will schon einem Nilfgaarder beibringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt, ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch jetzt beide warten. Spielen wir derweil eine Runde Gwind. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Spielen werde ich gegen ihn. Es ist eigentlich egal, ob wir gewinnen oder verlieren, weil ich glaube, ihm macht die Sonne nicht so viel aus, durch seine Hexeaugen. Zu einer Partie Gwind sage ich nie nein. Dann wollen wir mal. Das Gwind-Turnier, das muss ich auch noch irgendwann machen. Ach, so viele schöne Sachen kann ich hier wieder machen. Das ist so geil. So, klirrende Kälte. Was haben wir denn noch? Haben wir schon einen Spion auf der Hand? Nö, das ist natürlich super. Aber wir haben Geralt und Ciri. Die würde ich gerne noch mal sehen, Mann.
Das tauschen wir aus. Toll, Detmold. Oh Mann, verdammt. Blöde Kackkarten, ey. Oh, Scoia'tael, leck mich doch am Arsch. Warum immer diese Scoia'tael, ne? Ich habe auch voll den bunten Mix von allen und, ja, ist blöd. Das ist nicht so geil. Auf die wirkt die Karte leider nicht. Schade. Na, jetzt kann er noch ein paar neue holen. Wunderbar. Jetzt nicht so krass stark, aber trotzdem ist es ein bisschen nervig. Die Frage ist, wen verstärke ich, weil die sind genauso stark. Ist eigentlich egal. Aber ich weiß halt nicht, was er noch hat, ne? Oh, eine 10er, der macht die anderen stärker. Das ist natürlich ungeil. Oder die beiden. Na, muss ich gleich mal gucken. Der passt. Oh. Was mache ich? Ich nehme die Karte. Und verstärke einfach mal eben die. So. Dann habe ich die erste Runde gewonnen. Jetzt mal die zweite Runde abwarten. Wir kriegen eine Karte dazu. Hoffentlich eine gute. Oh, zum Glück ein Spion, ey. Ich hoffe, mit dem kann ich jetzt auch was anfangen. So, den spielen wir als erstes. Ah, okay. Kann man theoretisch mitleben. Boah, das ist immer so nervig, ne? Ich hoffe, der hat keine Karte, um meine zu vernichten. Das wäre mega scheiße. Och, haben wir schönes Wetter. Das finde ich gut. Ich traue mich, die eigentlich nicht zu spielen, aber ich muss. Cirilla. Ja, die habe ich ja auch. So, als nächstes setzen wir die Karte. Dann haben wir noch Geralt und Ciri. Und dann hoffe ich, dass er nichts hat. Okay. So. Seine letzte Karte. Er passt. Wunderbar, habe ich gewonnen. Juhu. Easy. Beide Runden gewonnen, sehr schön. Gratulation. Wir tauschen, wie vereinbart. Das war wirklich kurzweilig. Die Herrin Vivienne kommt sicher jeden Moment. Es ist Zeit. Ich muss zur ersten Herausforderung. Viel Glück. Ach, wir können auch gar nicht sagen, nö. Weil ich hätte jetzt gesagt, nee, ach, wir brauchen nicht tauschen. Aber gut, es geht los. Edle Ritter, ich begrüße euch. Dieses Jahr ist die Ehre und Pflicht, dem Turnier als Patronin vorzustehen, mir zugefallen. Möget ihr ehrenhaft kämpfen, auf dass ich einem von euch den großen Preis des Turniers verleihen darf. Ihr habt eure Eide geleistet und Körper und Seele vorbereitet. Es ist an der Zeit, dass ihr euch bewährt. Seht nur, Glockenköpfchen. Horm Akerspark von den Mechtinern. Ui, wird das schwierig, die Reime zu wienern. Nun muss er treffen, die Ziele in Blau. Tunlichst rapide und auch sehr genau. Gegen ihn sehen wir ein neues Gesicht. Geralt von Riva, den kannte ich noch nicht. Wow. Nehme der ist richtig jene gut. Ziele in Rot aufs Korn und treffe recht viele. Möge der Beste gewinnen. Mhm. Viel Glück, mein Freund. Ich hoffe, ich gewinne. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht. Schauen wir mal mit unserer geilen Armbrust. Okay.
Gestalt erfährt einen bitteren Spagat. So. Man kann es nicht erraten, so. Das Endresultat. So. Geralt. Gewonnen. Easy. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Ich glaube, das Rennen könnte ein bisschen schwierig werden. Geralt von Riva, er triumphiert, während hingegen sein Gegner verliert. Oh. Eine Armbrust mit Wappen. Dein Preis, Herr. Eine Armbrust, die dein Wappen trägt. Ich gratuliere dir. Danke, Herrin. Geralt von Rivas Armbrust. Erzählst du mir, welche Preise es noch gibt? Leider kann ich dir nicht mehr Zeit widmen als den anderen Teilnehmern. Die Pflicht ruft. Vergib mir. Okay. Mein Hexermedaillon vibriert stark. Das kann nur eins bedeuten. Magie. Die Erklärung ist sicher eine Enttäuschung. Der Duft, den ich benutze, wird von einer Zauberin angemischt. Das ist nicht alles. Gegen jemanden wie dich zu verlieren, ist auch eine Art Sieg. Nimm auch meine Glückwünsche entgegen. Danke. Er nimmt sportlich. Das ist schon mal gut. Er weiß, er hat keine Chance. Gut gemacht. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, welches Zelt die Herrin Vivienne bewohnt. Vielleicht findest du da was Aufschlussreiches. Du hattest recht. Vivienne steht unter irgendeinem Fluch. Das habe ich gemerkt, als sie das Turnier eröffnet hat. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay. Ja, gehen wir. Aber nicht, dass ich zu spät zu den anderen Disziplinen komme, die muss ich auch noch gewinnen. Sonst kann ich nicht das große Ritterturnier gewinnen. Und das wäre ja ärgerlich. Das ist ihr Zelt. Geh rein und sieh dich drinnen um. Ich rufe wie eine Eule, wenn jemand kommt. Gut, ist auch gar nicht... Oh, was ist das denn? Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Hier sind noch mehr Clownspuren. Ein Tiegel mit Tarnsalbe. Hier ist mächtige Magie am Werk. Von Locken umrahmt. Alles ist dunkelgrün oder gelb. Offenbar ist Yen nicht die Einzige, die einen Farbtick hat. Ach ja, die Yennefer. Damit macht man Kompressen. Oh, kommt jetzt jemand? Wir haben noch nicht alles untersucht, Mann. Da kommt jemand. Rasch! Das war aber nicht wie eine Eule. Du wolltest doch wie eine Eule rufen. Wir reden später. Jetzt müssen wir zurück zum Turnier. Zeit für den zweiten Wettkampf. Meine Herren, was sucht ihr im Zelt meiner Herrin? Inspiration? Hebt euch hinweg! Eine Sache konnte ich nicht untersuchen. Schade. Naja, egal. Rennparcours. Zum Glück kommt das Kämpfen zum Schluss. Das finde ich gut. Wo ist Plötze? Was haben die mit Plötze gemacht? Diese Halunken. Höret und sehet, ihr hochstehenden Herren. Hier sind die Edelsten, nah und auch fern, versammelt, um heuer eins zu tun. Zu suchen und finden Ehre und Ruhm. Möge das Glück heute mit ihnen sein, während wir uns ihres Anblicks erfreuen. Palmerin, der Baron von Longfall. Linos von Metina! Reinfarn von Atre! Horm Akersberg von Mecht! Donimir von Troja! So, aber weit gereist, der Gute. Nee, im Dienste der Herzogin! Delvin von Kregiau! Graf Tai von Dorndal. Anseis, Prinz von Lyrien und Rivien. Ha. Geralt von Riva. Einen Riesenapplaus für Grégoire de Gorgon, der stille zog letztes Jahr siegreich davon.
Der Ritter, der heute sich qualifiziert, siegt erst, wenn er über Grégoire triumphiert. Lasst euch am besten von einem gescheiten Barden durch all die Turnierregeln leiten. Du wagst es, dich in ein Turnier für Edelleute einzuschleichen? Es war meine Mutter Meve, Königin von Lyrien und Rivien, die dich in den Ritterstand erhoben hat und die du wenige Tage darauf so schmählich verraten hast. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Ehre. Und deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Augen. Wenn du fertig bist, geh beiseite, Prinz. Unsere Herren und Patronen begrüßt das Turnier. Vivienne, Schönheit betörender Zier. Seid von Herzen gegrüßt, werte Ritter. Möge mein Vorsitz euch leiten und den Pfad von Ehre, Tapferkeit und Ruhm weisen. Nimm meine guten Wünsche entgegen, Herr. Widme dein Können dem Turnier und nur dem Turnier. Ritter, nun ist es endlich soweit. Sitz also auf und mach dich bereit. Damen und Herren von edler Geburt, bald schon verfallen die Rappen im Spurt. Wie müssen sie rasen, um's zeitig zu schaffen? Ja, das ist ein Schauspiel zum Raunen und Gaffen. Seht, wie die Stute von Geralt dahinfliegt und seine Frisur sich adrett in den Wind schmiegt. Sag ich mal nichts zu. Finde ich cool, finde ich sehr, sehr cool, dass die da nochmal sowas eingebaut haben. Der Prinz aus Rivien. Nein. Boah, ich hasse dich, Mann. Ganz ehrlich, Windows, du behinderte kleine Kacknuss, ey. Nein, geh weg. Boah. Ich hoffe, der hat jetzt weiter aufgenommen. Ich glaube, ja. Das ist voll dumm. Drückst du ein paar Mal zu oft die Dingsbums-Taste, schon heult der hier rum, ey. Flipsch aus, ne? Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss jetzt gucken, wo hier Ziele sind und wo was anderes ist. Ich habe die Schwerter geschrieben. Bam. So. Wunderbar. Oh, shit. War das getroffen? Ja. Dann muss ich auch noch gucken, dass ich hier richtig laufe. Guck mal, da sind noch Monster, die können wir theoretisch nebenbei auch noch töten, aber wir lassen das jetzt mal. Wir wollen ja nicht übertreiben, wir wollen ja nicht unbedingt angeben. Auch wenn wir es könnten. Bam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Plötzlich schön hier, ne? Weiß Bescheid. Weißt du Bescheid, plötzlich. Wir kennen das Ganze doch. Ist ja nicht unser erstes Rennturnierchen, was wir hier veranstalten. Bam. Komm schon, plötzlich schneller. So. What? Was machen die denn hier? Hier ist gerade fettes Battle angesagt. Und man, die laufen einfach rum, oder was? Plötzlich läuft aber nicht genauso schnell. Wird langsamer. Irgendwie nicht so gut. So, den habe ich. Ja, ich brauche auch gar nicht alle treffen. Vielleicht ist das später für die... Oh. Für die Punkte wichtig, aber... Noch mehr als bisher. Okay, können wir uns jetzt aussuchen, oder was? Wo wir lang wollen. Okay. Wir gehen einfach den Weg. Plötze auf dem Weg bleiben, bitte. Danke. Scheiße. Ach, komm am Arsch. Brauche ich nicht. Ist doch gar nicht mal so einfach, die zu treffen, finde ich. Aber brauchen wir auch gar nicht. Wir schaffen das schon. Wir kriegen bestimmt noch irgendwie das ein oder andere, was wir hier. Guck mal, da können wir noch was kaputt hauen. Bam. Haben wir ein bisschen Zeit gut gemacht. Da sind die Leute, feuern uns an. Das finde ich super. Das macht doch Spaß, das Ganze. So, da ist noch ein Zielding. Plötzlich wird aber langsamer, wenn ich das mache. Ah ja, sehe ich doch. So. Hier nicht, aber beim Zielen schon. Das ist irgendwie blöd. Geralt, falsche Seite, du Lutscher. Warum schießt du nochmal? Kann er schnell genug sein? Die Spannung. Was, das? Eine nicht Runde? Zu schnell, okay. Plötze. Ja, plötzlich immer langsam. Du sollst nicht übertreiben.
Was für ein Rennen! Ein großes Abenteuer! Feiern wir! Zünden wir helle Freudenfeuer! Zu Ehren der ruhmreichen Ritter! Habt Acht! Feiern wir nun die ganze Nacht! Um die Teilnehmer zu ehren, wollen wir Folgendes verzehren! Die besten Speisen, die feinsten Weine! Wer noch lebendig, der holt sich das Seine! Gratulation! Hier, nimm deinen Preis. Einen Sattel mit deinem Wappen. Vielen Dank. Auch das haben wir gewonnen. Übrigens hat mein Kammermädchen gesehen, wie ein weißhaariger Mann aus meinem Zelt geschlichen kam. Du weißt nicht zufällig, wer das war? Keine Ahnung. Wie kindisch. Ja, in fremde Zelte gehen, wer macht denn sowas? Gratulation zum Sieg. Und was für ein Sieg das war. Ich bereue fast gar nicht mehr, dass ich nicht teilnehmen konnte. Darauf müssen wir trinken. Komm mit zum Fest. Wir warten zusammen auf Vivienne. Geh du voraus. So, bisher 2 von 3 Disziplinen genommen und ich denke, die letzte werden wir auch gewinnen. Das sollte kein Problem darstellen. Hoffe ich zumindest. Und dann sind wir der... Ach nee, müssen wir noch gegen den einen Typen da kämpfen. Aber den werden wir auch besiegen. Auch das sollte kein Problem sein. Was hältst du von Vivienne? Sie ist umwerfend schön. Das meinte ich nicht. Es ist noch zu früh, um was Substanzielles zu sagen. Eins weiß ich aber sicher. Sie verwendet mächtige Magie und Illusionen zur Maskierung. Willst du behaupten, dass sie in Wirklichkeit anders aussieht? Bislang rate ich nur. Wir haben noch Zeit, bis Vivienne kommt. Trinken wir. Das ist eine gute Idee. Auf Vivienne. Mögest du einen Weg finden, ihr zu helfen. Auf Vivienne. Ach, als ich sie zum ersten Mal sah, verstand ich plötzlich, was die ganzen Gedichte und Balladen sollen. Liebe ist nicht nur Poesie. Manchmal ist sie Prosa und manchmal sogar richtig hässlich. Das sagst du nur, weil du Vivienne nicht so kennst wie ich. Ein Leben an ihrer Seite wäre der Himmel auf Erden. So gut kennst du sie doch auch nicht. Deine Anwesenheit bei diesem Turnier ist eine Beleidigung meiner Ehre. Hast du schon mal gesagt. Ich stehe auf Satisfaktion. Dann geh doch ins Bordell. Feigling, berittener Kampf in der Arena. Ich fordere dich heraus. Rittener Kampf? Ich weiß, wenn ja, du darauf bestehst, ich bin ganz dein. Du sollst noch bitter bereuen, dass du die Armee meiner Mutter einfach verlassen hast. Ja, ja. Hexer, keine Ahnung, wie berittener Kampf geht, das Möge wird schon das irgendwie. Blut, das ich vergießen werde, die Schande deiner Feigheit abwaschen. Bringen wir es hinter uns. Schnell. 3, 2, 1. Heya! Wow, wir laufen jetzt echt nur so aneinander vorbei. Habe ich ihn getroffen? Irgendwie nicht. Also irgendwie gar nicht so einfach, den zu treffen, den Lutscher. Wow, Geralt, das war unglaublich schön. Jawohl, ja geht doch. Prinz Firlefanz hier. Weißt du? Mal ein bisschen ausholen. Bam. Ach, der Prinz. Der kann's nicht. Ah, vorbei. Das ist ja voll der nervige Kampf, ey. Wer kommt denn auf die Idee, einen berittenen Kampf auszufechten, ja? Ist er dann tot? Ah, daneben. Ich muss früher loslassen. Ich denke mal, ja, genau, wenn ich dann da bin oder so. Ach, das war auch wieder zu früh. So, das war's. Ich hoffe, das reicht ihm. Die Götter haben mich mit einer Niederlage gestraft. Aus Gründen, die nur ihnen bekannt sind. Aber glaub nicht, dass deine Feigheit vergessen wird. Meine Güte, hörst du nie wieder auf?
Das wird jetzt ein für alle Mal geklärt. Ich musste damals das Lager deiner Mutter verlassen, weil jemand anderes meine Hilfe brauchte. Und zwar dringend. Ich konnte und wollte diese Person nicht im Stich lassen. Pah! Das heißt also, du bist zu einer geheimen Mission aufgebrochen und hattest geschworen, sie niemandem zu offenbaren? So ähnlich, nur ohne Schwur. Und ich will die Einzelheiten der geheimen Mission immer noch nicht offenbaren. Kannst du das als Rechtfertigung akzeptieren? Du warst zum Zweikampf bereit und hast dich als wahrer Ritter bewiesen. Also nehme ich dein Wort als das eines Ehrenmannes. Das freut mich. So, jetzt habe ich zu tun. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so, ey? Mann. Immer dieser Stress, ne, mit den Leuten, die hier denken, die sind toll und dann sind sie scheiße.